Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zdebi, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen OMSI-Folge hier auf diesem Kanal. Ja, ich hatte ja in den letzten Folgen mal drüber gesprochen. Ich habe mal wieder mega Bock auf Tettau und natürlich machen wir das dann halt so heute. Wir fahren heute in Tettau Updated. Das Ganze mit dem Setra 219 UL. Ich muss ganz ehrlich sagen, hat mir doch ziemlich Spaß gemacht in der letzten Folge, das Ganze mal hier damit mal zu fahren. Der passt auch gut in das Setting rein, weil das halt so eine schöne Überlandstraße ist hier, so eine Überlandkarte. Ich glaube, da kann man den hier mal relativ gut benutzen. Und dadurch, dass wir sowieso immer Solaris, Mercedes und MAN immer fahren, dachte ich mir so, da können wir doch wenigstens dann die Gelegenheit dafür nutzen, Setra mal immer so für die Überlandfahrten einzusetzen. So, genug gequatscht. Wir wollen rein in den Bus und von das Ganze mal aufrüsten. Und ihr seht schon, wir fahren hier einmal die 8343 nach Sonneberg und ja, das werden wir mal machen. Deswegen werden wir hier oben mal schnell das benutzen. Linie, so, 8343 00 und das Ganze in der Route 01. Hat er das jetzt geschildert oder nicht? Das sieht jetzt nicht so aus, als ob er da Bock drauf hat. Route 02? Nö. Das will er auch nicht. Linie. Warte mal, jetzt müssen wir nochmal gucken. 8343, Entschuldigung. 8343 00 bestätigen. Und das Ganze mit der Route 01. Falsche Route. Ich habe mir jetzt nichts anderes gedacht. Jo. 8343. Tja. Tja. Dann müssen wir das über das Hartz-IV-Menü machen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, hier, mich jetzt hiermit noch auseinanderzusetzen. Es ist halt, was hier steht, 11. 03, Ziel 11. Ah, okay. Warte mal, probieren wir mal. Also, 8343 00, Route 03. 03. Und Ziel 11. Ja, naja. Irgendwie so soll das schon funktionieren. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt mittlerweile hier schon zum zigsten Mal versuche, hier OMSI heute aufzunehmen. Aber OMSI ist wieder mal OMSI. Ja, das ist halt, wenn du mal Zeit hast und was schaffen willst, ja, dann funktioniert das Ganze dementsprechend halt immer nicht. Und das ist dann halt immer, yay, da freut man sich. Ihr kennt es wahrscheinlich selber, wenn ihr mal OMSI spielen wollt. Und OMSI macht in dem Moment dann halt das, was er nicht soll. Naja. Ist wurscht. Wir sind heute in Tettau. Ein bisschen, wir lassen es ruhig angehen. Ich finde auch die Töne von dem Setra. Also der Setra hier, der ist schon sehr angenehm zu fahren. So. Lassen wir sie einsteigen oder auch nicht, weil sie wieder nicht einsteigen wollen. So, jetzt aber. Ja, dann müssen wir so machen. Hallo. 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 Ja, ja, hallo. Guten Tag. Ja, hallo. Genau. Somit ist er jetzt, wie gesagt, halbwegs geschildert. Es ist halt, wie soll man es sagen, es ist manchmal wirklich, da liegt an einem Tag wirklich der Fluch drauf auf OMSI, wo einfach wirklich gefühlt nichts laufen will. Ich habe heute versucht gehabt, Dresden zum Laufen zu bekommen. Es funktioniert bei mir nicht. Ich bin wahrscheinlich wieder der Einzige, bei dem Dresden wieder mal nicht so will, wie ich es will. Ja, also wir reden da von defekten AI-Listen. Wir reden hier von FPS mit gerade mal 5 an der Zahl. Wir reden hier von springenden Bussen und fehlenden Dateien. Das ist alles nicht mehr so schön. Und jetzt versuchst du dann natürlich hier ein bisschen Tettau aufzunehmen. Die Karte weißt du ja, bist ja schon mal damals auf Microraser TV gefahren, kennst die Karte. Und ja, na was soll's, ja, ist kein Bus, will das richtig schildern, denn Schaltautomatik will OMSI wieder nicht. Es ist gerade bei mir so richtig schön, der Wurm drin in OMSI. Sehr angenehm auf jeden Fall, sehr angenehm. Und wir haben Abfahrt, wann? 39. Können auf jeden Fall schon mal hier Pfeiler anfalten. Es ist, wie spät haben wir es? 14.30 Uhr. Dann können wir jetzt die Uhrzeit nämlich vorspulen auf 37. Passt das? Dann haben wir da noch ein paar Minuten. Hallo. Hallo. Zum Zusteigen hier. Hallo. Hallo. Und dann geht es jetzt endlich mal on Tour. Ja, wie gesagt, also ich werde jetzt Setra dann halt jetzt immer
jetzt für Überlandfahrten einsetzen. Wir werden auch wieder den 415 NF fahren. Den fand ich eigentlich auch sehr passend. Da macht es echt Spaß. Ich muss dazu sagen, es ist auch ein bisschen verwirrend, dadurch, dass es ja einmal Tettor gibt und dann gibt es einmal Tettor Updated. Kann natürlich jetzt auch wieder sein, dass ich die falsche Hofdatei wieder ausgewählt habe. Ja, das ist halt immer so eine Kunst. Aber normalerweise funktioniert das halt immer ohne Probleme. Weiß ich nicht, warum das heute wieder nicht so ist. Konnte man hier nicht ein Schild reinstellen? Scheinbar nicht, nee. Gut, ich würde sagen, wir fahren los. So, 8343, jetzt hier rechts rum. Oh, das ist ja jetzt schon eine knappe Kiste hier. So, Porzellanweg. So, alles einsteigen. Guten Tag. Guten Tag. So. So, lassen wir mal hier den Smart mal hier durch hier. So, 8343 erste Ausfahrt, 8342 auch erste Ausfahrt. Was? Ich will nochmal kurz gucken. 8343 erste Ausfahrt. Was steht denn hier hinten? Dritte Ausfahrt. Naja. Wird schon richtig sein. So. 50. Man sieht halt, ne, es ist halt wieder so eine schöne Karte, wie wir sie jetzt letztens gefahren sind. Edbrück. Oh, es war eine schöne Karte. Deswegen hatte ich ja so eine Lust ja auf Tettau wiederbekommen. Gar nicht. 40 Minuten geht die Fahrt heute. Also irgendwie. Ah ja, okay. Nach Liechtenstein. Hab ich jetzt gerade gelesen. So, ja, wie gesagt, was da mit Dresden los ist. Die Version 09 machte bei mir eigentlich weniger Probleme. Die Version 095 dafür umso mehr. Aber in allen Versionen fehlt mir halt ein Kreuzungsobjekt scheinbar. Und zwar die Maulbeerallee Altona. Ich finde sie nicht. Weiß auch nicht, warum sie nicht da ist. Da ist es nämlich ein Original-Kreuzung ist. Kann ich mir das eigentlich überhaupt nicht erklären, warum sie nicht da sein sollte. So, sind wir richtig? Jetzt müssen wir erstmal gucken. Hallo. Sonnenhof, ja, das haut hin.
Perfecto. Jetzt mache ich aber hier diesmal hier um das hier mal an, damit ich jetzt halt nicht immer permanent mich umgucken muss oder so. Und dann haben wir es ein bisschen einfacher. Sehen wir unsere Verfrühung. So, schön. Ja, wie gesagt, und ich habe da probiert und gemacht und getan, habe da die AI-Listen ausgetauscht oder sowas. Also, haben die gemacht. Aber es funktionierte einfach nicht. Es war einfach nichts machbar. Und dann auch die Datei, die habe ich dann einfach mal pro forma ersetzt halt erstmal so, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Und dann funktionierte es tatsächlich. Ja, man freute sich schon wieder, ist die ersten 5, 6 Haltestellen abgefahren und dann ging das wieder los, dass die FPS auf 5 runtergeknallt ist, der Bus wieder anfing zu springen und all das Ganze wieder. Und ja, jetzt haben wir natürlich jetzt nicht sauer sein oder sowas, oder jetzt die Karte schlecht drehen. Das ist natürlich auch Early Access. Vielleicht bin ich auch wirklich der Einzige, der da die Probleme wieder hat, weil wieder irgendwelche Dateien verschwunden sind. Das weiß man halt immer nicht, ne? Ich meine, ich muss dazu sagen, wäre jetzt nicht der erste Simulator, der jetzt hier rumstreikt, nämlich Zusi hatte vor kurzem auch massive Probleme bei mir gehabt. Da lief einfach nichts mehr. Irgendwas hat meine ganzen Dateien irgendwie gelöscht oder sowas. Also, gibt's ja eigentlich nicht. Warum sollten die Dateien sich selber löschen? Aber irgendwas muss passiert sein. Die Dateien waren halt nicht da, also musste ich Zusi komplett neu installieren. Jetzt funktioniert's wieder. Also, muss ja irgendwas in der Richtung gewesen sein. Und naja, ein bisschen ärgerlich. Aber das sind halt sowas immer ist, denn, wenn du einen großen Aufnahmetag denn hast, ja. Ich meine, jetzt, sag ich mal, umso besser, Frau ist mal nicht da, verstehst du? Also sprich, ich hätte heute aufnehmen können. Also holla die Waldfee und es funktionierte halt einfach nichts. Ich habe mich dann schon über 3 Stunden mit um sie rumgeärgert. Und dann vergeht ja auch irgendwann die Lust denn daran. Dann vergeht hier irgendwann die Lust dran. Und dann ist alles dann nur noch öde. Ich meine, wie oft ich heute schon gesagt habe, hallo und herzlich willkommen. So haben sie. Oh Gott, deswegen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Deswegen bin ich kein Freund zum Beispiel, um mal das Ganze einfach mal auch kurz zu halten. Kein Freund von diesem Quark hier, von wegen irgendwelche extra Donuts. Eine Karte, wo alles mitgeliefert wird, ist Gold wert. Ich mag das halt nicht, wenn du da stundenlang dann noch mit irgendwelchen Sachen dann mal rumärgern musst. Denn außer denn es ist halt Standard-Content, ne, der von Omsi sowieso schon mitgeliefert wird. Hat er gesagt gehabt, wenn ich mal wieder eine neue Karte mal für Omsi bauen sollte, dann werde ich nur noch auf Payware-Addon zurückgreifen, nicht auf kostenlos, wenn denn auf Payware. Ist zwar blöd natürlich für diejenigen, die das Payware-Addon nicht besitzen, ja, aber somit habe ich dann halt keine Rennereien. Und falls irgendwann mal der Modder, der die Karte da, ja, der seine Mods von der Website nimmt, ich dann dastehe, meine Karte nicht mehr brauchbar ist. Weil du die an die Objekte zum Beispiel nicht mehr rankommst oder halt in Vergessenheit geraten ist oder so. Irgendwie so. Deswegen sage ich mir halt immer, gut, dann mache ich Payware. Ja, weil Payware-Addon verschwindet in der Regel nicht. Ja, dann ist es halt so schlecht, ne, dass man es dann einfach entfernen kann halt, ne. So, und damit sind wir in Tettau, Landkreis, weiß ich nicht, konnte ich nicht lesen. Ach, 343. Hier hoch hieven. 8343 erste Ausfahrt. Oh.
So, schauen wir mal. Hallo. Wildbergstraße, das haut hin. Das haut hin. Ja, also Ted Tower ist wie gesagt auch absolut empfehlenswert. Wie gesagt, ich habe sie damals schon auf Microsoft TV gespielt und hatte eigentlich keine Probleme gehabt mit. Einzige, wie gesagt, was halt wieder ein bisschen, ja, das sind halt immer diese Linien hier. 8343. Ja, das sind natürlich schon so eine Zahlen, wo man sich so denkt, so, oh Gott. Also, dadurch, dass natürlich nicht jedes Ibis-Gerät das halt absolut schildern kann oder sowas, ne, ist das natürlich dann ein bisschen schwer. Man muss halt viel mehr mit den Zieldateien arbeiten. Aber du würdest jetzt halt auch nicht immer stundenlang dich da durch die ganzen Hofdateien da durchquälen. Ne? Das ist dann natürlich auch noch. Aber wozu gibt es dann dieses Hartz-Menü denn? Ne? Dieses Hartz-IV-Menü? So, jetzt können wir mal hier mal kurz mal so machen. Mal schnell noch einen Screenshot gemacht hier. Haben wir Zeit. 2 Minuten. Straße, solange nichts von vorne kommt, können wir ruhig in die Mitte fahren. Es juckt in der Nase, genau, das ist richtig fies. Das Witzige ist, ich habe ja dann die Dresden-Karte zum Beispiel dann auch noch über sämtliche Tools durchgejagt, so, ja, die halt nach Fehler prüft und alles sowas. Und überall hing diese bei der Dings rum, bei der AI-List. Alle Programme hingen da rum. Scheiße. Soll ich auch hinsetzen und nicht stehen, aber ich habe trotzdem einen Fahrplan, den ich einhalten muss, also muss ich mich ein bisschen sputen. Spechbrunnen, wenn ich jetzt richtig erkannt habe. So, 8342. So. Ich weiß auch nicht, warum sie immer die ganzen Oldtimer immer mit Schaltwagen machen. Das ist echt mega einfach. Ich weiß auch nicht, warum mein Omsi zurzeit absolut keinen Bock mehr auf Schaltung hat. Nur 30.
Aber wir haben scheinbar einen Halt ausgelassen. Den Jagdhof, so wie es ausschaut. Aber wenn, dann wüsste ich auch gar nicht, wo der jetzt gewesen sein soll. Naja, dann ist es so. Dann haben wir den halt verpasst. Ne, hier ist er doch, der Jagdhof. Hä? Zeit, die geht nicht mehr weiter, deswegen. Wir haben jetzt schon wieder ordentlich Verspätung. So, na dann, wollen wir gleich weiterfahren. War ein bisschen knapp gerade. Haben wir schnell dem Autofahrer da die Vorfahrt genommen. So, nächster Halt ist Lichte. Ich bin gerade schon ein bisschen gewundert, weil die Zeit, die ging immer weiter runter, ging immer weiter runter. Aber schneller kannst du ja hier nochmal nicht langfahren. So, 8343. Ja, aber ich glaube, ich war damals bei MyQuasar TV auch schon zu langsam gewesen. Der Fahrplan, der ist hier holy shit, der ist wirklich knapp. Schöne Objekte auf jeden Fall hier. Nein, keiner raus, na denn. So, an dem müssen wir auf jeden Fall halten. Was bin ich denn mit der Zeit schon wieder? Einmal hier am Tag ein Bus lang und die Alte muss darüber laufen, weißt du? So, lichte Dorfplatz. Hallo. Hallo. So, sind pünktlich, sind sehr pünktlich. Da können wir ruhig noch ein bisschen Pause machen. Dell. Aber schöne Karte. Auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Das ist also Tettau. Auf
Auf jeden Fall mal absolut empfehlenswert. Ich glaube, weiß gar nicht, im Busbetriebssimulator könnt ihr euch das, glaube ich, sogar runterladen, wenn mich nicht alles täuscht. Ist ja relativ einfach denn installiert, ne? Weil er alles automatisch denn macht. Und der Bus, wie gesagt, der Setra hier, den finde ich. Der hat auf jeden Fall was. Ja? Der hat auf jeden Fall was. So, zack. Wenn jemand zum Beispiel so schöne Überlandbusse kennt, dann könnte er das ja gerne mal so reinposten. Aber bitte ohne Schaltung. Also wenn, dann Automatik soll schon sein. Wenn es geht, hier nicht immer nur Mercedes, ja, so irgendwelche Citaros oder sowas. Machen wir hier sowas in diesem Kaliber hier, so Setra. So, was weiß ich, was noch gibt. Es gibt ja bestimmt noch maßig an Bussen mehr. Da voll durchgetreten, wo du siehst, ne? Immer langsamer, immer langsamer. Guck mal, ob wir da überhaupt hochkommen. Wo keine Heizung an ist, haben wir auch schon 22 Grad im Bus. Der Motor so viel Hitze ausstrahlt. Wunderschön. Natürlich auch irgendwann mal cool zu wissen, ne? Ob man die Karten dann später mal vielleicht auch konvertiert, einfach dann zu Lotus rein oder sowas. Ja, wenn es mit Straßenbahn funktioniert, warum soll es nicht mit Strecken funktionieren? Hier nur 70 aktuell. Von daher können wir ruhig da ein bisschen. Und Zeit haben wir ja auch noch. Oh. Genau. Stehen die denn hier drinnen, ey? Ist schon alles so knapp.
Da müssen wir leider einen Rückwärtsgang einlegen. Scheint jetzt gepasst, aber. Lieber auf Nummer sicher hier. Würde ich verhauen, die Leute. Hallo. Ja, schönen guten Tag. So, aber scheinbar will keiner raus, also geht's weiter. Tja, ich muss dann, wie gesagt, mal gucken, was er mit der Dresdenkarte so auf sich hat. Und der erste Eindruck war auf jeden Fall schon mal eigentlich sehr cool. Ja. Aber wie gesagt, ich muss da schauen, was da los ist, weil es da was funktioniert, wenn wir da dementsprechend dann auch die Strecke abfahren können. Vielleicht hat auch das neueste Update irgendwas gemacht oder sowas, weiß man nicht, muss man mal schauen. Fast 100 hier auf der Strecke. Das ist doch mal was. Das ist doch mal eine Kampfansage hier. Ja, also grün ist es auf jeden Fall hier in Tettau. Wie gesagt, alles, wenn ihr irgendwas benötigt. Wenn ihr sie selbst fahren wollt, im offiziellen OMSI-Forum natürlich gibt es dementsprechend die ganzen Download-Links. Ich glaube, die Installation war auch gar nicht so schwer. Sind wir nämlich auch schon in Sonnenberg angekommen.
Eine schöne Straße hier. Ist, das wollen echt keine Leute aussteigen. Ne? Die wollen alle nach Sonneberg. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Aber wir liegen immer noch verdammt gut in der Zeit. Es ist ja schon mal. So. Ist, dass die Haltestelle gar nicht dasteht. Ah doch. Ködeltalsperre. So. Tür war da schon zu. Schön. Und dann haben wir es ja schon wieder. Das ist doch perfekt. So muss es laufen. Ja, so muss es laufen, wenn man OMSI aufnehmen möchte. Und nicht erst hier noch stundenlang, hier 2-3 Stunden sich damit auseinandersetzen, weil immer irgendwas fehlt oder so. Ja, wenn das gleich von Anfang an so laufen würde, dann wäre das sowas von angenehm, glaub mir. Aber nein, es wäre ja zu einfach. Hallo. So, man möchte jetzt Post. Interessant. So, nach rechts rum. Nächste Halt, Sonneberger Ring.
So, nächster Halt. Sonnenberg, Dorfteich, Endhaltestelle. Bitte alles aussteigen. Was wollten. Wo eigentlich bist du wieder hier rumkommen, oder? Was ist da? Wer hat da gelacht und wir geschaffen? Natürlich. Wollen wir noch rückwärts fahren? Stimmt, damals nämlich auf Microasset haben wir nämlich hier angefangen. Und damit sind wir angekommen an unserer Endhaltestelle. So, ihr Lieben, das war's von der Folge hier heute. Endlich hat's geklappt mit Omsi. Und hoffe natürlich, dass die Folge euch hier gefallen hat. Ist zwar kein Dresden, aber Tettau ist genauso schön. Und das Ganze hier natürlich mit so einem schönen Setra. Also, wenn ihr so schöne ältere Busse kennt, die nicht mit Schaltwagen sind, sondern die Automatik sind und so, in dem Stil jetzt hier wie den Setra hier... Dann könnt ihr da gerne mal mir mal da Bescheid geben. Und natürlich, wie gesagt, so Karten, so gerade Überlandkarten, gefallen mir gerade richtig gut. Also da habe ich mal gerade ein bisschen Spaß dran. Tettau und ja, Edbruck waren zwei eindrucksvolle Karten, die zeigen, dass es halt nicht immer nur Stadt sein muss, die halt wirklich Spaß machen zu fahren, sondern es geht auch anders hier mit Überland. Und damit verabschiede ich mich hier wieder mal, bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns zum nächsten Video wiedersehen. Und damit tschüss.